Der Täter sitzt in Haft. Das Opfer wird noch Monate unter der Attacke leiden. Am 28. Oktober vergangenen Jahres wurde der Mann von Nancy Pelosi, damals Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, mit einem Hammer im Haus der Familie in San Francisco niedergeschlagen. Der Anschlag galt tatsächlich Nancy Pelosi und erschütterte das Land. Gestern Abend wurden die Videos der Überwachungskameras und der Bodycams der Polizisten veröffentlicht. Aus Washington berichtet Michael Wühlenweber. Das Video straft alle wilden Spekulationen Lügen. Pelosi habe dem Täter selbst die Tür geöffnet. Auch Ex-Präsident Trump hatte sich dahingehend verstiegen. Angesichts solcher Bilder hanebüchen. Der Täter, klar ersichtlich, schlägt die Scheibe ein, steigt ein. Pelosi wählt drinnen den Notruf. Hier ist ein Gentleman, der auf meine Frau wartet, erklärt Pelosi ruhig und abgeklärt in der Audioaufzeichnung. Sie ist nicht hier, aber es sieht so aus, als ob er warten möchte. Die Bodycams der alarmierten Polizisten zeigen dann später die brutalen Sekunden der Attacke. Die Tür geht auf, der Täter hält immer noch den Hammer in der Hand und Pelosi die Hand mit dem Hammer, er scheint sie festzuhalten. Der Täter reißt sich los, schlägt unvermittelt zu, Pelosi sinkt bewusstlos zu Boden, der Angreifer wird überwältigt. Mein Mann macht Fortschritte, aber es wird noch lange dauern bis zu einer vollständigen Erholung, so Pelosi nach der Veröffentlichung der Anschlagsbilder. Ich habe das Video nicht gesehen und ich habe auch keinerlei Interesse, mir das Video von der Attacke auf das Leben meines Mannes anzuschauen. Der Täter, der es eigentlich auf sie abgesehen hatte, sitzt in Haft und muss sich wegen versuchten Mordes verantworten. Er gilt als eingefleischter Trump-Fan, was Trumps Ruf als geistiger Brandstifter politisch motivierter Gewalt in den Augen vieler unterstreicht. Der Präsident verurteilt politische Gewalt, so die Sprecherin Joe Bidens, angesichts der Videoveröffentlichung und ruft erneut dazu auf, zusammenzustehen, Demokraten und Republikaner, egal welcher Partei. Nach der Tat stammelte der Täter, dass er Pelosi gar nicht habe wehtun wollen, sondern einfach nur die ganzen Lügen aus Washington satt gehabt hätte. Trumps Saat geht auf, Pelosi und ihr Mann zahlen die Zeche. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.